des YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Trackmania Turbo. Wir haben hier die erste Stage mit allen Goldmedaillen abgeschlossen und allen guten Zeiten auf jeden Fall. Und wollen jetzt zur nächsten Stage. Die nächste Stage ist nämlich so, dass wir ein bisschen was machen müssen. Nämlich auf ein neues Fahrzeug umsteigen. Das wird heiter. Neues Handling, alles neu. Mal gucken, wie es jetzt so ist. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Überhaupt nicht. Das wird richtig grausam. Yippie-yay-yay, Schweinebacke. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin, schaffen das. Also, da bin ich ganz zuversichtlich. Ach, das ist dieser Käfer. Käferauto. Alles klar. Wie handelt er sich? Der handelt sich richtig gut eigentlich. Der handelt sich richtig gut einfach. Besser als das andere Ding auf jeden Fall. Hier müssen wir ein bisschen... Oh mein Gott. Wie der in die Kurven geht. Das Fahrzeug ist ja mega gut. Wo ist denn das Ende? Da ist das Ende. Oder? Jo. Easy Gold. War mal mega einfach. Plus 175, plus 11, alles klar. Direkt unter die... Guck mal, Nordrhein-Westfalen nur auf Platz 1022 mit der Zeit. Obwohl das locker Gold war. Verbessern wir mal die Zeit doch nochmal. Und sogar fast eine Sekunde besser. Und trotzdem nur auf Platz 1000. Ich glaube, weil wir einmal gedriftet sind oder so. Schätze ich einfach mal. Da hat mich zum Beispiel auch weggedrängt. Hat man gerade gesehen. Ja, okay, das schaffen wir nicht ohne Driften, glaube ich. Nur nochmal probieren. Normal. Wir schaffen es jetzt ohne Driften. So, schön gerade. Oh lol, da war ein Poller, wo ich gegen gefahren bin. Super. Den habe ich gar nicht gesehen, den Poller. Bin ich jetzt zweimal dran vorbeigefahren, ohne den zu sehen. Muss man auch erstmal schaffen. Alles klar. Schon verkackt. Go. Jetzt aber. Schön gerade fliegen, perfekt. Ohne Driften geht das da nicht. Ohne Driften kriege ich das jetzt, glaube ich, nicht hin. Zack, rum. Immer schön links halten. Und einmal kurz zum Gas gegangen, dann ging es, glaube ich. Ich glaube, das war sogar schneller als das letzte Mal. Nicht auf Mitte fahren. Nein, nicht auf Mitte fahren. Ganz wichtig. Jawohl. Ist auf jeden Fall besser als letztes Mal. Und hat mich auch gut wieder nach vorne gepusht. Auf Platz 144. Ja, gut. Das ist akzeptabel. Wir probieren es trotzdem noch zu verbessern, die Zeit. Verbessern, jawohl. Das war akzeptabel auf jeden Fall. Trotzdem, das geht besser. Geht alles besser immer. Scheiße, wie geil. Bock. Dagegen. Von 100 auf 0 in 0 Sekunden. Also von 200 auf 0 in 0 Sekunden. Und hepp. Yeah. Ein bisschen Speed raus und fahren. Ah, ne, ich war da schneller anscheinend. Warte mal. Da gibt es noch einen Boost. Ja, ist schon klar. Ja, da gibt es, glaube ich, noch einen Boost. Wir fahren jetzt vielleicht mal ganz langsam daher. Gucken wir uns das mal an. Weil ich glaube, da gibt es noch einen Boost. You can do this. Alles klar. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal perfekt. Wir wollten ja eh langsam fahren, also was soll's. Hep. Und genau hier meine ich nämlich. Hier auf der Zwischenstation irgendwo. Ich bin nämlich schon wieder drüber gehüpft, glaube ich. Guck mal. Wenn ihr jetzt guckt. Hier.
Hier gleich, hier müssen wir noch eine Powerstation sein. Ja, da, genau, die Powerstation. Eigentlich müssen wir versuchen, irgendwie hier langsamer sein. Wenn die so runterfällt und dann die Powerstation noch mitnimmt. Das müsste man ausprobieren. Irgendwie müssen wir die Powerstation kriegen. Ob man irgendwie in die Eisen muss oder so, oder keine Ahnung, wie man das machen soll. Könnt ihr gleich mal ausprobieren. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie. Die Kurve war schon mal perfekt eigentlich. Komm, das machen wir jetzt, mache ich also so zu Ende. Denn wir sind schneller als gerade. Ein paar Millisekunden, deswegen machen wir es durch. Das verbessert uns nämlich wieder mal ein bisschen. Aber noch nicht so, wie ich das wollte. Jetzt probieren wir es mal mit dem Abbremsen. Wenn ich nicht schon wieder besser bin als gerade. Dann probieren wir es mal mit dem Abbremsen. Ja. Sieht mal alles nicht so schlecht aus. Mein Gott, ich bin schon wieder besser als gerade. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht einfach. Ich kann es nicht austesten, oder? Ich darf es nicht austesten anscheinend. So. Trackmaster, du herrschst über diese Strecke. Lol. Wie jetzt? Wie jetzt? Lol. Ich bin Trackmaster. Alter Schwede. Weltrang Platz 47. Deutschland Platz 6. Nordrhein-Westfalen Platz 4. Alter. Ich bin einfach in der Welt Platz 47. Alter Schwede. Wie krass. Oder plus 4. Wie, nee, das ist einfach nur komplett. Ich wollte gerade sagen, wie ich bin Trackmaster. Okay, anscheinend sind das einige. Also das war doch nicht so gut anscheinend. Ich dachte jetzt, bin ich irgendwie ganz, ganz geil. Ich dachte, das wäre jetzt gerade der... Ich habe gerade voll falsch geguckt. Alter, aber Trackmaster ist fett. Das müsste ich in den anderen Strecken auch irgendwie kriegen. Das ist, glaube ich, so das nächste Ziel, was ich so überall kriege. Also wenn ich das Spiel durch habe, dass ich dann überall Trackmaster, Road to Trackmaster oder so, mache ich dann einen Stream oder so raus. Komm, das können wir aber besser. Das können wir besser. Wir sind einfach Trackmaster auf der Strecke. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Mal direkt die neuen Karren ausgetestet, direkt Trackmaster. Oh, das war schon wieder perfekt, ey. Und ich habe jetzt ein bisschen mehr Speed, als ich gerade hatte. Das ist jetzt nicht wahr, dass ich jetzt schon wieder ein bisschen besser bin. Nee, ein bisschen ganz minimal schlechter. Das gibt's doch nicht, ey. Aber verbessern wir das, tun wir es trotzdem nochmal. Ich probier's jetzt echt nochmal mit da hinten mit abbremsen. Das wollte ich ja gerade schon die ganze Zeit machen, aber ich bin noch nicht so gekommen. Wegen dem Trackmaster. Geil, ey, Trackmaster. Hammer cool. Alles klar. Weiß ich Bescheid. War schon mal Skill. Go! Go, 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 go! Und rüber. Yeehaw! Immer kurz vom Speed runter und dann Speed durchdrücken. Und Gönnung, 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 Gönnung. Nee, man kommt nicht an das Turbo-Ding dran. Ist egal. Wir sind Trackmaster, reicht mir, das ist richtig cool. Und dann sage ich wieder danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bei Trackmania Turbo. Ciao, ciao.